Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit einem Replay. Und zwar sehen wir heute den AMX 30, der hier schon fleißig einen Zug angenommen hat. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie er sich hier schlagen wird. Gerade der AMX 30 ist hier ein Panzer, der mich sehr stark an den Lego auch erinnert, also und hier in der Spielweise dem auch sehr nah rankommt. Ja, und natürlich ist es umso schöner, da er mir gefällt, den AMX 30 zu zeigen. Und vielleicht tut es ja für die deutsch-französische Freundschaft. Das wäre ja auch nicht so ganz verkehrt. Also, vive la France. Allez, allez, sage ich da nur. Hier in der Mitte wird jetzt gleich der Spot gemacht. Auto-Aim auf den M41. So, und nochmal drauf. Und da konnte er den Bulldog zumindest schon einmal hitten, aber da muss er aufpassen, dass er hier nicht selber aufs Horn genommen wird, weil da ist einiges, was da so ein bisschen drauf schießen kann. Und jetzt hier auf den Jagdtiger 88. Schöner Hit in die Seite. Und hier jetzt vielleicht da den nächsten Hit, den er setzen können wird, ein Stück vor. Und da auf den Pershing schön drauf. Und da der Jagdtiger, der danach zieht auf den. Schau, schieß, schieß, schieß! Was denn? Was denn? Er will nicht. Er wartet lieber. Och Mensch, das ist ein verschossen. Das ist ein Hit, den er hätte auf jeden Fall setzen können. Aber na gut, dann halt auf den T54-1. Und oh ja, hier, da wird aber das Munitionslager rausgewichst. Er kann hier aber wirklich schön wirken, weil da keiner auf ihn drückt. Kann dementsprechend die Mitte bespielen nach Lust und Laune. Der Bulldog bekommt da den nächsten Treffer. Und jetzt wieder hier. Es ist einfach eine schöne Position für einen Medium, der da ein bisschen mobil ist. Natürlich, Gun Impression schadet hier definitiv nicht, da als der Blindshot. Aber ob der geklappt hat oder nicht, ist jetzt eher fraglich. Auf jeden Fall ist da immer noch ein bisschen was offen. Jetzt wieder das Super Pershing und der Jagdtiger. Und auch der T-54, auf den er wohl wieder schießt. Schießt und trifft. Muss jetzt aufpassen, ist da offen. Also nicht, dass er da zu viel Schaden bekommt. Aber bisher kein einziger Hit, den ihn da ereilt hat. Also bisher kann er genauso weitermachen, wie er es auch gerade tut. 2 zu 5 allerdings. Der Gegner ist von dem her deutlich im Plus. Und jetzt sieht man, da muss er recht weit hochfahren, um auf die Gegner zu wirken, die da rechts von ihm sind. So, jetzt ist er da leider zu. Kurzen Slowdown, aber geht schon weiter. T54 konnte er da schön treffen und der bleibt da oben auch. Bekommt einige Hits und der T54, wie man rechts sieht, ist down. Chariot hier, auch ein schönes Ziel und, oh, da hat er gleich zwei Hits bekommen.
Dementsprechend ist der Charity so gut wie raus. Und jetzt hier wird gedrückt. Da muss er jetzt natürlich unterstützen. Schießt also auf den Suppen-Pershing. Ist er jetzt offen, aber dadurch, dass sich keiner für ihn gerade interessiert, kann er da schießen, wie er will. Da jetzt auf den Jagdtiger, der da auf seinen Mate oben jetzt drauf fährt. Da unterstützt er dementsprechend mit den Hits. Und da super Pershing. Das hat der Jagdtiger aber gar nicht leicht. Jetzt auf den IS. Auch der trifft. So, jetzt ist der IS leider am Jagdtiger dran, der dann vom T95 rausgenommen worden ist. Der hat sogar kurz gebrannt, aber hat er dann nicht bekommen, den Kill. So, der T54. Jetzt wirkt er wirklich wahnsinnig. Also ein Treffer nach dem anderen und auch der T95 bekommt jetzt gleich sein Fett weg. Also wirklich, jetzt kann er hier einen Schuss nach dem anderen machen. Mittlerweile steht es auch 8-6 für sein Team. Also es hat sich jetzt deutlich gedreht innerhalb der letzten Sekunden. Der Pershing, der da jetzt kommt, das ist natürlich eher ein bisschen mad, würde ich mal sagen, weil genau da nimmt der sture Emil den Pershing raus. Und hier jetzt auch noch der T54E1. So, da konnte einen Treffer landen. Jetzt kann er sich hier ein bisschen nach oben verziehen. T54E1 ist ja mit seinem Autoloader ein unangenehmes Ziel, aber jetzt kann er ihn rausnehmen und auch der ist zerstört. Wahnsinniger Damage. Aktuell 6770 und erst einen einzigen Kill. Also bis auf die Killausbeute eine fantastische Runde einfach. Und wie aus dem Lehrbuch, er hat einfach gezeigt, wo kann man wirken, wie kann man spielen. Und hier der T95 hat jetzt auch keinerlei Chance mehr. Nur noch die Su-101 und der T95 und dann ist das Game hier auch nach Hause gefahren. Macht er noch einen Kill? Ja, er kriegt noch seinen zweiten Kill. Sehr überfällig, muss man sagen. Jetzt noch die Frage, wo ist die Su? Aber die wird er wahrscheinlich auch in Bälde finden. Scheinbar bisher noch gar nicht gespottet. Kann natürlich auch AFK sein, durchaus möglich. So. Der Dark Nominis schreibt, unser Platoon hat die Hälfte des gegnerischen Teams zerstört. Ist natürlich ganz richtig. Sie haben zusammen mittlerweile 6 Kills in dem Platoon gefahren. Aber haben sie fein gemacht. So, kann sich der hier in den Bergen versteckt haben? Natürlich möglich. Ru spottet hier aber noch nichts. Da ist er. Die Su. Treffer Nummer 1. Ja, jetzt hebst du ein bisschen das Röhrchen, aber... da wollte er den... Ich glaube, der wollte den Killshot abwarten. Und... Nein, er kriegt nur 47 Damage drauf und den Kill leider nicht. Schade, schade drum. Aber unterm Strich hat er 8219 Schaden gemacht. Und wenn das nicht aller Ehren wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Dann ist mein Name nicht Alcaramba, sondern Andreas. Also, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Freue mich. Und tschüssikowski.